Die machen sogar einen Pre-Pull-Timer. Machen wir das mal? Ah, ich habe sogar einen Worry-Shout gekriegt, okay. Ich spiele jetzt halt eigentlich. Warte mal, das können wir mal ausblenden, das brauchen wir jetzt hier nicht. Habe ich jetzt. Inka ging durch, ja. Also eigentlich können wir die mitnehmen. Ah, fuck, da ging jetzt halt die Zwillingsverwüstung da hinten hin. Schauen wir mal. Der Heiler darf jetzt am Anfang gleich gut was heilen, weil wir jetzt einen Haufen Stacks kriegen werden. Na? Okay, eigentlich können wir die hier reinziehen. Ah, die Zwillingsverwüstung ging halt voll ins Leere. Voll ins Leere. Okay, da sollten wir vielleicht raus. Oh, warte mal, ich habe ja Necrotic, ich vergaß. Okay, ich bin so ein Vollidiot. Ich habe halt weitergepullt bei Necrotic, ne? Ja, aber es war der erste Pull und mir ist es nur aufgefallen. Ich habe vorher noch gefragt, ne, weil ich habe letzte Woche keinen Key gelaufen, deswegen habe ich es nicht gesehen, was für ein Affix ist. Ich habe vorher noch gefragt. Okay. Muss er recken? Jetzt habe ich für drei Mobs eine Wall gezogen. Okay, ich heile mich jetzt vorm Kampf selber voll. What the fuck? Warte mal, was haben wir denn für ein Heiler? Bitte nicht. Oh nein, das ist ein Diszi. Oh no, nicht bei den Effekten. Ich hasse es mit Diszis zu spielen. Warte mal, da müssen wir gleich mal die Angel rausnehmen und Dings ne. Ja, komm, scheiß drauf. Jetzt ist der ist halt jetzt schon OM, ne? Das wird halt jetzt lustig. Ich werde jetzt mit dem hier nicht skippen, tatsächlich. Weil wir müssen eh ziemlich viele Mobs machen. Das ist ein Holy Priest? Er heilt aber wie ein Diszi. Gut, dass ich nicht ein Diszi von dem Holy unterscheiden kann. Ah ne, stimmt, ich habe keine Schilde drauf, ne? Und der Neuan hat, glaube ich, auch nur ein Ding. Okay, my bad. Ich spiele das Spiel noch nicht so lang. Kann ich nicht wissen, was der Unterschied ist. Warte mal, kann das irgendwie sein, dass der Schaden ein bisschen mies ist? Also, ne, dass ich immer eh manchmal als Tank höher bin als die anderen, kommt vor. Aber ich bin im fucking Single-Target über denen. Oh nein, komm, ich will doch nur einen schnellen Run hier haben. Fix Weekly Key machen. Dirty Tanker, hey, ich grüß dich. Warum habe ich denn hier im. Was ist. Warum kommt der Heiler nicht raus aus dem Ding? Ah, shit. Die sind mit. Der Heiler ist mit irgendwas im Kopf. Der hat jetzt immer noch. Hat der keinen. Kein. Ich würde jetzt ganz gern einen großen Pull machen, aber der Heiler hat 23% Mana und der macht irgendwie jetzt auch nicht so unbedingt die Anstalten zu wrecken. Also, I don't know. Aber ganz ehrlich, also vielleicht sparen sie gerade CDs, die Kollegen, aber Schaden sieht jetzt nicht ganz so geil aus, muss ich ehrlich mal sagen. Also Schaden ist. Aber okay, jetzt kommt der eh Schaden. Also vielleicht habe ich mich geirrt. Der Hunter, jetzt legt er los. Okay. Schau mal, manchmal muss man nur motzen. Manchmal muss man nur motzen. Holen wir die mal alle ran. Ja, die stacken mich jetzt halt Necrotic bis zur Unendlichkeit noch viel weiter. Ich muss jetzt mal kurz. Zum Glück habe ich jetzt immer Dings drin. Die Kacke ist jetzt halt Necrotic und das killt mich halt einfach. Weil dann kriege ich so gut wie keine Heilung mehr. Ah, okay, da müssen wir gucken. Jetzt musste ich meinen Death-CD dafür wasten. Der Heiler verreckt gerade. Ohne Scheiß. Das soll jetzt. Na gut, daran sind wir jetzt halt alle gerippt. Sind halt schon zwei tot hier. Zwei Tote haben wir jetzt. Der Heiler soll halt einfach mal voll recken. Der hat uns halt auch mal überhaupt nicht mehr hochgekriegt, ne? Ich habe mich schon komplett selber hochgeheilt hier mit meinen CDs. Das wird ein ätzender Run, das sehe ich jetzt schon. Also gut, die Affixe sind halt vielleicht jetzt auch nicht ganz so geil, ne? Also hier, das ist ein Dungeon, wo es doch ziemlich viele Mobs drin gibt, ne? Also da kann das schon ein bisschen ätzend sein, aber ja. Ich glaube, es gibt keine andere Instanz, wo du mehr Mobs theoretisch eigentlich easy zusammenpullen kannst. Eigentlich. Super, jetzt muss er natürlich hier einmal Dings wollen. Aber gut, die einen sind schon mal abgelaufen, dann können wir den mal dazu pullen.
Jo, Feind, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Jetzt muss ich meinen Necrotic mal ein bisschen auslaufen lassen. Jetzt pullen wir die beiden. Ich versuche jetzt aber Necrotic noch kurz. Okay, jetzt kann ich ran. Jetzt bin ich zur Wüstung halt ganz dezent ins Leere gegangen, also aber so ganz dezent. Hier kannst du am Anfang sehr, sehr viel zusammenpullen eigentlich. Normalerweise hätte ich jetzt schon lange wieder was gepullt, aber irgendwie. Also ich krieg hier auch gar keinen. Schau mal, ich kriege überhaupt keinen Schaden, weil der kastet nur das Schild, aber es passiert halt vom Leben auch mal so gar nichts. Also wirklich so gar nichts. Also normalerweise ziehst du ja 2-3 Packs zusammen, aber das ist hier definitiv nicht drin mit der Heilung. Definitiv nicht. Alter, ich habe genauso viel Heilung wie der. Ich habe mehr Heilung als der Heilung. Ich habe nicht mal irgendwas gezogen. Oh boy. Oh boy. Also der Druid ist eigentlich einer der Tanks, die am wenigsten Heilung raushauen von allen Tanks, würde ich jetzt mal sagen. Also fast alle anderen Tanks hauen mehr Heilung raus. Oh boy. Naja, okay. Du kannst mir das Gold später geben, nach dem Run hier. Gut, also ne, klar, wenn ich jetzt so hochstack mit Dings, dann kann er mich weniger heilen. Das ist mir schon klar. Aber jetzt bei so einer kleinen Gruppe gehen eigentlich die Mobs vorher down, bevor ich jetzt krass hochstacke, ne? Im Normalfall zumindest. Also da muss ich jetzt eigentlich nicht wegrennen. Bei drei Mobs wegzurennen, wäre schon ein bisschen drüber. Na komm, das nehmen wir jetzt mal raus. Da gehen wir auch mal raus. Also so bei 30, 40 Stacks kann man sich's dann mal überlegen, wenn noch viele Mobs stehen, meiner Meinung nach. Wenn jetzt die Mobs kurz vorm Down gehen sind und du nur noch ein oder zwei hast, dann ist es egal, dann kannst du es auch nochmal stacken lassen. Aber jetzt muss ich halt. Ich muss halt immer warten, bis ich aus dem Combat bin, bevor wir die nächste. Also ich mache es jetzt hier ganz chillig. Wir ziehen jetzt hier nicht viel zusammen, sondern wir machen hier jetzt ein Pack nach dem anderen. Weil sonst werden wir bloß wipen. Das sehe ich schon kommen. Eigentlich nach dem Boss hier machst du einen großen Mars-Pull und pullst halt einfach mal alles. Aber das wäre es wahrscheinlich dann auch nicht ganz so sinnig. Also warum ich jetzt hier alle Mobs mache, im Normalfall, kannst du halt hier am Anfang fast alles umhauen und dann am Ende die, ja, bisschen schwereren Mobs kannst du ganz easy skippen. Warum ihr mir jetzt einen Engel gegeben habt, ist mir jetzt auch ein bisschen schleierhaft, aber okay, kann man machen. Aber wenn es wirklich zur Wüstung proc, ne, dann natze ich halt richtig weg hier. Ah fuck, jetzt haben sie geedit. Aber meine Stacks sind trotzdem resettet, interessant. Also die wollten wir jetzt zwar eigentlich nicht haben, aber ist okay. Ne, also es gibt auch Taktiken, dass du wirklich alle Mobs hier machst und dann oben wirklich alles gibst, aber ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich schon genug. Also, ich würde jetzt da hinten nicht nur mehr pullen. Haben jetzt eh schon einige. Den kann ich jetzt eigentlich in die nächste. Ich habe jetzt, was habe ich? 9 Stacks, das ist easy. Das ist easy. Ah, fuck it. Ich wollte ihn kicken, ne? Und mein Kick ist halt ein Charge. Und da ist die Suppe gewesen. Ich war halt genau am Rand von der Suppe gestanden. Ich dachte, vielleicht charged er nicht bei der kurzen Distanz. Aber er ist doch gecharged. Und hat halt ganz. Ist halt in die Suppe rein. Ätzend. Ich bin mir überlegen, ob ich Inka für den Boss aufspare. Ich glaube, das machen wir mal. Na komm, gehen wir da lieber mal raus. Safety first. Ging ja schon ganz gut auf die Mütze. Wie sieht's aus? Wollen wir den kicken, oder? Ja.
Ja, wir haben halt jetzt schon über 50% Trash, ne? Du musst da oben halt dann echt nicht mehr viel machen. Theoretisch kannst du hier unten noch mehr machen, ne? Viele machen das auch. Also, dass die hier jetzt noch da rumgegangen sind und die noch mitmachen, weil das sind halt viele einfache Mobs und im Normalfall kannst du die halt auch komplett zusammenziehen. Ich heile mich jetzt mal selber hier, sonst rippe ich halt ehrlich gesagt noch. Ist halt echt krass. Echt krass. Okay, dann auf geht's. Jetzt haben wir. Der Heiler hat fast keinen Mana. Der ist immer noch im Raggen. Komm, ich lasse den jetzt einen Ticken raggen. Ich habe jetzt keinen Bock, es ist auch noch Boss-Buff. Okay, auf geht's. Also, wir hätten halt ganz easy am Anfang HT ziehen können, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange wir jetzt hier schon drin sind, aber wenn du hier am An. Also, gut, normalerweise kannst du halt hier einen großen. Bitte, ihr macht jetzt schon die Bomben, oder, Kollegen? Ist seine. Okay, er drückt die Bombe, okay. Wollte es gerade sagen. Also, wenn die jetzt die Bomben nicht gemacht hätten, das wäre schon. Ah, fuck, die zwiebel ich zur Wüste. Kann ich ihn noch reinziehen? Vielleicht kriegt er das noch ab. Ja, bei Boss-Buff wisst ihr nicht unbedingt, dass er. Okay, dass er die Dinger frisst hier. Deswegen ziehe ich ihn jetzt schnell weiter. Schauen wir mal, was wir ein Single-Target-Damage von den Kollegen haben. Okay, von dem Schock gehen wir jetzt raus. Deswegen habe ich ihn extra gegen die Wand gedreht. Die machen das aber schon echt arg spät mit den Bomben. Also ich habe ihn jetzt relativ großzügig gezogen, aber ich denke mal, wir haben genug Schaden, dass das passt. Weil der Single-Target-Schaden ist jetzt vollkommen okay. Ich war jetzt vorher nur so ein bisschen. Nochmal ziehen, 26%. Naja, komm. Er macht halt auch AE-Damage dann mehr, ne? Es ist halt overall der Damage, der dann erhöht ist. Deswegen machen wir das jetzt lieber mal nicht. Hat sich keiner weglasern lassen, das ist doch schon mal gut. Was haben die Leute? 150, 118, 118. Ich bin über 76k als Tank. Das ist in Ordnung. Gut, du hast halt hier auch den Damage Boost, ne? Du machst ein bisschen mehr Damage, während er seine Sonderphase hier anhat. Also im Normalfall, hier hinten, pullst du einfach alles zusammen. Aber wenn wir das machen, dann sind wir halt tot, ne? Deswegen, ich mache jetzt mal einen kleinen. Also ich pull jetzt mal zwei Packs zusammen. Das müsste eigentlich gehen. Normalerweise kannst du hier halt ganz bequem alles, also hier alle Mobs pullen, weil die können ja nichts, ne? Aber wir werden halt jetzt hochstacken wie nochmal was. Dass das der Heiler weghält, ist, wird halt wahrscheinlich schon interessant. Naja, gut, den hätte man jetzt. Also komm, sechs Decks, kam. Er ist halt ein Holy, der ist doch prädestiniert dafür, Mars-Dings. Das waren jetzt sechs Mobs. Also, naja, okay. Wir pullen keine zwei Gruppen mehr. Ich habe mich jetzt selber dagegen gehalten, ne? Aber die Gruppe ist halt gerippt dadurch. Also vielleicht liege ich jetzt auch falsch, aber normalerweise sechs Decks kann man das Heiler wegheilen. Und ein Priest hat doch einen Haufen Group-Heal-Effekt. Und ich habe mich jetzt als Tank sogar noch. Ich habe meine Heilungen aufgespart, weil ich schon wusste, dass er mich wahrscheinlich nicht gegengeheilt kriegt mit einem Necrotic-Stack. Hab extra Rasenregeneration dagegen gezogen. I don't know. Also gut, ich habe meinen Holy jetzt schon ewig nicht mehr gespielt, ne? Ich glaube, aber Holy hatte eigentlich immer ziemlich viele Instant Group Heal Effekte, die ziemlich krass waren eigentlich. Im Gegensatz zum Disti, der war eigentlich eher nett. So. Fuck it. What the fuck? Warum lässt er mich denn teilweise so droppen? Alter, ich habe einfach 300k DPS, ne? Hier reingelasert. Ich hatte jetzt auch gar nicht so viele Dings. Was habe ich jetzt verursachte Heilung? Sagst, ich habe fast so viel Heilung wie der Kollege, ne? Ich muss mal mein Radio wieder updaten, sehe ich gerade. Ich hätte es mal gerade gucken wollen, was der schon so alles gemacht hat, aber irgendwie hat mir das nicht angezeigt. Es waren jetzt halt auch nur drei Mobs, ne? Also es kann mir jetzt keiner erzählen, oh, es liegt am Necrotic, du hattest so viele Stacks, weil ich hatte nicht viele Stacks. Übelste Slow Motion.
Run hier. Na komm, also die Pu also normalerweise kannst du auch daran klicken, ohne dass du die pulst, aber ich pulse jetzt lieber, weil nichts ist ätzender, das kann ich euch sagen, wenn du draufklickst, drin bist, dann sind zwei Leute drin und dann pullt hier einer draußen und im Combat kannst du nicht rein, ne? Und dann hast du nämlich gelitten, dann stirbst du da drin als Tank, weil der Heiler draußen rumgammelt und die von den Mobs geklopft wird. Deswegen mache ich das mittlerweile nicht mehr so, wo ich sagen würde, okay, normalerweise hat er sich jetzt von der Bombe killen lassen. Fuck it, den einen kannst du nicht schupfen. Jetzt muss ich hier für eine Wall ziehen, weil ich nicht sterben will. Ernsthaft? Ja, den kann ich jetzt nicht hitten, sonst läuft mein Stack nicht aus. Ich glaube, jetzt soll er mal recken, der Kollege. Setz dich doch hin, du hast 1% Mana. Ja, okay. Ich gebe ihm Zeit zu. Will er nicht, okay? Will sie nicht. Solche Heiler hasse ich wie die Pest. Die fast nichts raushalten, durchgehend OM sind, aber sich auch nicht hinsetzen, um irgendwas zu recken. Dann kriege ich einen Hass auf solche Leute. Alter, warum rennst du in dem Laufweg rum? Das tut halt absolut nicht Not. Das haben wir da auch noch zugevoidet. Okay, haben wir alles. Dann Raw an und auf geht's. Also ich habe halt einfach mehr jetzt gerade rausgeheilt als der Heiler. Ich dachte mir schon, ich krieg irgendwie nichts an Heil. Was ist denn mit dir? Jetzt muss ich hier meine fucking Dings ziehen. Das kann doch nicht wahr sein. Der eine verfickte Mob hier, echt. Ja gut, wir müssen einen Ticken weiter in die Ecke rein. Hier müssen wir das Portal placen. Okay. Also der Heiler schafft mich, ich sag's dir. Ich muss jetzt hier Heil-CDs ziehen, weil der Typ einfach nichts an Heilung reißt. Ah, wir sollten die lieber so usen, die Teile. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Normalerweise cleast du die einfach weg, aber. Aber nicht erlernt, so eine Kacke ist das jetzt weggebrochen. Egal, ich habe das noch nie gemacht mit diesen Teilen eingesetzt, aber ich dachte mir, bei der Dings wäre es vielleicht besser, wenn wir sie rausnehmen. Jetzt darf halt keiner in die scheiß Mobs reinlaufen da hinten. Frag mich, ob die desorientiert sind. Müssen die jetzt halt schnell töten, ne? Der Heiler ist halt, der heilt halt nichts raus, ne? Wenn die jetzt hier durchcasten, dann ist es halt Feierabend. Hier, da sollten wir weggehen. Alter, bitte, warum hast du dich denn jetzt einfach wegscheppern lassen? Nicht so geil. Nicht so geil, tatsächlich. Jetzt ist der Heiler fast tot. Desorientiere ich die mal nochmal. Ach, jetzt ist der Heiler halt tot. Weißt du, anstatt dass sie die Viecher hier wegzuziehen. Also das kannst du ja, du kannst ja zwei wegnehmen, ne? Also das geht ja theoretisch. Warte mal, ist das dem sein. Ich glaube, der Holy hat ja auch so ein Free. Ne, okay, das war nicht sein Free Death. Den müssen wir tatsächlich retzen. Ja, jetzt ging natürlich das wieder da ins Leere. Schlecht. Sollten wir rausgehen, bitte lass dich jetzt nicht weglasern hier. Ja, mit Boss-Buff dauert es halt schon 5 Jahre. Aber der Boss stackt anscheinend gar kein. Ach doch, okay, er stackt schon Necrotic. My bad. Ich dachte mir gerade, er stackt halt gar nichts. Wollen wir mal gucken, wir haben jetzt 83%. Unten müssen wir jetzt noch ein paar Mobs hier töten. Also wahrscheinlich wird es keine genaue Geschichte am Ende sein, aber ich denke mal, wir haben ganz gut was an Trash. Jetzt muss ich vielleicht doch einen Ticken defensiver nochmal gehen. Das gibt's doch nicht. Wie kann ich denn bei einem Bosskampf mehr Heilung als der fucking Heiler haben? Wie gesagt,
Ich spiele null auf Heilung. Ich spiele nicht mal in der Heal-Affinity. Ich habe die Eulen-Affinity drin, ne? Wie geht denn das? Das kann eigentlich gar nicht sein. Also der Guardian ist meiner Meinung nach einer der Tanks, die am wenigsten Heilung machen. Und ich spiele schon mal mit den Talenten, wo ich halt wenig heile. Ich habe keine Rasenregeneration-Essenz drin. Ich spiele mit Eulen-Affinität, also nicht mit Heal-Affinität. Und ich habe noch beide Stacks von meiner Heilung. Also ich hab nicht mal meine Heilung großartig eingesetzt, ne? Da komme ich jetzt gerade nicht so ganz drauf klar, wie das geht, dass ich mehr Heilung als er hat. Das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Naja, okay. Aber anscheinend ist das so. Zählt das dann für mich, oder? Das kann sein, weil anders, also anders kann das gar nicht sein. Weil ich habe fast keine Eigenheilung gezogen. Den müssen wir wegmachen. Ach, schau mal, der eine kommt nicht mit. Den können wir eigentlich mitmachen. Haben wir denn 15? Oh, jetzt loggen wir gerade beim zweiten Account ein. Bin hier, ah, okay, das Ding ist resettet. Oh, der darf jetzt hier unten nicht den anderen pullen. Und dann können wir mit der Spinne einmal durchgehen. Okay, er ist ready. Einfach nur rennen. Der Heiler ist jetzt irgendwo da hinten noch stehen geblieben. Jetzt verdreschen die den Heiler. Kollege, jetzt lauf einfach mit. Wo ist denn der Heiler? Ist das ein Boost Run? Kann das sein? Kollege, lauf doch! Alter, wie kann man denn so ein Shitter sein? Das ist doch nicht, das ist doch einfach nicht wahr. Ohne Scheiß, wie kann man denn so ein Shitter sein? Ja, den. Ohne Scheiß. Den Heiler habe ich echt gefressen. Der wird doch hier durchgeboostet. Das kannst du mir doch nichts erzählen. Die Typen haben doch von dem Gold bekommen und haben sich jetzt einen random Tank gesucht, hier. Anders kann das nicht sein. Leider sehe ich den Score jetzt von ihm nicht. Wir haben ihm dreimal geschrieben, er soll einfach nur laufen. Was macht er? Stellt sich da hin und heilt einfach. Ja, das hat nichts mit Italienern zu tun. Also ich kann es jetzt nicht sagen, die und die Leute spielen tendenziell. Aber also er hat zumindest Gear. Also da kannst du jetzt nicht mal was sagen. Er hat volles Gear eigentlich. Spielt halt irgendwie wie so ein Hampelmann. Keine Ahnung. Also das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Du kannst jetzt nicht sagen, weil du einen Gambler drin hast, dass alle Italiener schlecht spielen. Das ist die Aussage, kann ich jetzt nicht unterschreiben, aber. Der Typ ist halt ein Gammler. So, hier. Auf geht's jetzt. Jetzt können wir eigentlich. Jetzt schreibt er Leck. Alles klar. Okay. Ah ja. So ist es also. Das ist halt die Frage, hat er wirklich ein Leck? Ja. Oder ist das dieses typische, ich hab übelst verkackt, hab's gemerkt, dass ich verkackt hab und sage jetzt halt einfach, ich hab ein Leck gehabt. Um mein Gesicht zu wahren. Das ist natürlich. Oder ich habe was verkackt und täuscht dann Disconnect vor. Das ist auch der Klassiker. Habe ich in Rage schon öfter erlebt. So Leute, die dann richtig reingekackt haben und dann aber lieber mal, ja, Disconnect vortäuschen. Alles schon gehabt. Na komm, lauf doch mit, Kollege. Hast du das immer, wenn ich Mobs ziehen will, na? Und die aber dann immer stehen bleiben. Dann gibt es immer die DDs, die das dann nicht checken, dass die Mobs nicht mitlaufen. Und dann Bescheid, zieh doch, zieh doch. Du stehst schon in Timbuktu und denkst dir so, ja, Junge, ich stehe doch da schon ewig weit weg. Der Mob castet halt, dann läuft er nicht. Er möchte einfach nicht. So, jetzt müssten wir uns so hinstellen, dass wir das Zeug aufdingsen. Also etwa so, dass er in die richtige Richtung schießt. Okay, das ist gut.
Kriegen wir nämlich da wieder ein bisschen Platz. Ja, aber falls jetzt nichts Grobes mehr passiert, dürfte das eigentlich durch sein. Ich bin ein bisschen gespannt. Endboss-Kampf, ne? Da muss man moven. Ich bin ein bisschen gespannt auf den Priester, was er bei Movement anstellt. Weil mit Boss-Buff könnte, wenn du dann nicht movest, könnte das interessant werden, um es mal nett zu sagen. Wisst ihr, was ich meine? Oh. Charge mal lieber nochmal rein. Der hat genau seinen Cast dahin gemacht, wo ich hinlaufen wollte. Jetzt stehen wir natürlich hier ein bisschen in Bedrängnis. Das nächste Mal, wenn er breatht, sind wir wieder frei oder er stirbt vorher. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum er mir da den Engel gegeben hat, aber ist okay. Ist okay. Achso, er hat wieder gar keinen Mana mehr. Also mir kommt das so vor, ob der Mana-Haushalt von dem Typen jetzt gelinde gesagt nicht ganz so optimal ist, ne? Den kicken wir jetzt mal, das wollen wir nicht. Normalerweise ist die dazu gepult, aber wir machen jetzt hier, wir machen jetzt nichts, was... Was denn? Aber irgendwie, da passiert halt, ich kriege jetzt nicht wirklich Schaden, aber da kommt auch nicht wirklich so krasse Heilung bei zwei Mobs, ne? Wollen wir den nochmal desorientieren, dass der hier jetzt keine Spirenzchen macht. So, wir sind jetzt bei 92, die Bombe pulle ich jetzt absichtlich. Die bringen nämlich auch Prozente, habe ich festgestellt, ne? Also die Bomben, aber die stacken kein Ding, ne? Die haben Prozente, bringen sie, die holen wir uns jetzt absichtlich ran. Kannst du nämlich schön cleaven. Ein paar Dinger brauchen wir schon noch. Weil mit dem kannst du dann den Rest... Okay, das ging halt voll ins Schild. Dem können wir dann den Rest skippen. Den killen wir jetzt noch und dann müssten wir eigentlich relativ gut hinkommen. Ah, die paar Bomben haben auch noch ein bisschen was gebracht. So, wenn du jetzt hier draufklickst... Die hat halt schon wieder Mana minus 1000. Muss halt zurückgehen, weil der Typ halt erst immer viel später in den Laden reinkommt. Ach, wir dürfen uns halt nicht stacken. Komm, da haben wir jetzt das Motorrad rein. Die stacken mich halt hoch. Jetzt muss ich von ihm ein bisschen weg. Er hat mir jetzt ein Ding gegeben. Ist in Ordnung, ich heile mich oben selber. Wollte meine Stack... Fuck it, jetzt werde ich hier gefiert. Ich heile mich jetzt selber hoch. Seht ihr, wie schnell das geht? Weiß ich auch nicht, was der Typ teilweise macht. Immer wenn ich irgend so ein Vier fress, habe ich echt... mittlerweile bin ich ein gebranntes Kind, habe ich so ein bisschen Angst, dass ich irgendwo reingebackt werde. Ne? In der Vision ist mir das ein, zwei Mal schon passiert. Und mittlerweile echt dann jedes Mal so den Angstfaktor, oh nee, bitte nicht wieder verbuggen. Wir sind genau auf 100% gekommen, oder ziemlich genau, ne? Seht ihr? Ich glaube, das, also es war, ich kann jetzt nicht sagen, dass es genauso geplant war, aber so in der Art. So, jetzt soll er einmal recken. Okay, er sitzt. Ich lasse ihn jetzt einmal fertig recken. Wenn wir jetzt schnell machen würden, würden wir sogar noch Double schaffen, aber okay, ja, jetzt 90% hat er. Okay, wo gehen die Dinger hin? Unten müssen wir so ein bisschen ziehen. Also bei 100k, so müssen wir starten. So, jetzt schauen wir mal, ob der Heiler Movement hat. Bitte, Kollege. Aber man sieht gut aus. Also er läuft schon mal nicht in den Dings rein. Das finde ich schon mal gut. Weil bei dem Boss... Okay, aber das da... Okay, da bleibt er einfach stehen. Das kann man machen, wenn man es gegenhält, kann man es machen. Dass man einfach stehen bleibt... Jetzt habe ich den Boss nicht weitergezogen. Wo sind die Dinger? Da ist ein Kopf und da, okay, der Boss steht zufällig richtig. Perfekt. Also du kannst hier als Tank tatsächlich mit dem Boss-Positioning beeinflussen, ob der halt in der Grütze steht oder nicht, ne? Muss man jetzt nicht unbedingt machen, man kann auch so rauslaufen. Macht es aber halt den Leuten einen Ticken einfacher tatsächlich. Dann müssen die da halt nicht so viel moven. Also zumindest kannst du einen Faktor schon mal wegnehmen. Okay. Jetzt müssen wir einmal... Ah ne, er fliegt drüber, er müsste wieder richtig stehen. Nochmal Glück gehabt. Laufen wir einmal durch.
man den ein oder anderen Tod nicht gehabt, dann hätte es vielleicht sogar noch einen Double Chest werden können. Jetzt ziehen wir die Kollegen mal Richtung Pillar. So, jetzt ist die Frage, wer kriegt das? Der Shami hat's und der checkt das. Gut. Checkt, was er tun soll. Ich stelle mich hier auch gleich mal schon zum... Was hat der Heiler denn jetzt gefressen eben? Okay, ja. Der Hunter, der könnte Heilung brauchen. So, der Hunter hat's. Ja, genau. Warrior hat er gerade gesehen, er wollte gerade nochmal reinlaufen. Der war schon versucht. Der war schon versucht, nochmal reinzurennen. Okay, jetzt müssen wir, den können wir da ein bisschen raus. Warte, wir müssen nach oben. Hier müssten wir, ja, da müssten wir gerade so richtig stehen. Jetzt machen wir mal weg hier, das Umhangsding. Ich sag's euch, einen Run mit Hindernissen, aber es war die richtige Entscheidung, es gechillt zu machen. Ich habe jetzt am Schluss, oder seit eigentlich den ersten paar Packs, nur noch einzelne Gruppen gepullt. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst, aber wir haben noch eine Wall. Mein Gott, da haben wir nichts gefressen, waren wir noch schnell genug. Manchmal, wenn du... Du musst am Anfang immer so ein bisschen gucken, wie ist der Heiler drauf, wie sind die DDs drauf, ne? Und wenn du siehst, okay, das wird hier eine schwere Geburt, dann ist Ego zu Hause lassen, einfach kleine Puls machen und durch und fertig ist. Gut, in der Debuff-Konstellation sind große eh nicht sinnig, außer der Heiler ist wirklich ein Tier, ne? Was mit Motorrad, was ich meine, das ist hier das hier, Fernleitgerät, da kommt so ein Motorrad, das haut einmal rein und dann gibt es ein bisschen Damage. Okay, die Schuhe brauchen wir natürlich nicht. Ein paar Echos haben wir mitgenommen. Wisst ihr, was ich gerade im Überlegen bin, ob ich jetzt hier einen Bonus-Roll mache für Transmog? Das klingt komisch. Was kann ich denn hier Bonus-Rollen, was ich jetzt gerade tragen kann? Ich bin ja am Transmog-Farm, okay, das habe ich alles. Aber das Einhändige... Oh, warte mal, ich stelle jetzt mal auf Heiler um. Ah, ich habe eh schon auf Heiler. Bonus-Roll? Na gut, okay. für Transmog den Bonus-Roll raushauen. Gut, sind wir wieder mit dem Run fertig. Wunderbar. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis dann. Ciao.